Ja, zufrieden, Intertextualität, der Deutsche Bundestag und friedvolle Lösungen. Hallo, liebe Freunde. In der letzten Folge hatte ich ja gesagt, dass ein Leser sich den Text im Moment des Lesens selbst erschafft und dass es ähnlich bei medialen Bildern ist. Dass der Zuschauer sich seinen eigenen Film im Betrachten der jeweiligen Medieneindrücke schafft. Diese Gedanken sind nicht neu, sondern haben Ursprünge in der Medienwissenschaft, in der Sprach- und Literaturwissenschaft und noch weiter zurück in der Erkenntnistheorie, in der Denk- und Wissenspsychologie und anderen Wissenschaften. Wer es konkret so gesagt hat, wie ich es gesagt habe, daran konnte ich mich partout nicht erinnern, da mein Studium schon so viele Jahre zurückliegt. Mir kamen viele Namen in den Sinn: Chomsky, Abel, Habermas, Luhmann, Watzlawick, Luckmann, Searle, Bühler, de Saussure, Foucault, ja sogar Goethe, in den Erkenntnistheorien Peirce und Kant. Ich hatte während meines Studiums so viele Texte von so vielen Denkern gelesen, dass mein Gedächtnis all das gar nicht mehr nach so vielen Jahren hervorbringen kann. Es fließt so viel im Laufe deines Lebens an Informationen auf dich ein. Wäre dies eine Forschungsarbeit, müsste ich erst einmal sauber recherchieren, von wem welcher Gedanke ist, welchen ich unbewusst übernommen habe. Doch zu teilen ist es durchaus legitim, auch unschaffbar, auf sämtliche Autoren zu verweisen, die vorausgehend schon ähnliche Gedanken formulierten. Auf Texte bezogen hatte Julia Kristeva 1967 den Begriff der Intertextualität hervorgebracht. Dabei geht es darum, dass ein Text nicht absolut unabhängig von dem Konglomerat vorausgehender Texte gedacht werden kann. Ein Text schafft immer intertextuelle Bezüge, die vom Autor mal absichtlich, mal unbewusst geschaffen werden. Und ähnlich ist es beim Leser, der sich seinen Text in Bezug zu anderen Texten schafft, aber auch in Bezug zu allem, was ihn ausmacht, seine Erfahrungen, Emotionen, Vorstellungen, sein Wissen und vieles mehr. Und auf ähnliche Weise erlebt ein Zuschauer die Medieneindrücke. Weil eben so viel an Bildern und Informationen im aktuellen Zeitgeschehen mitschwingt, ist es für mich unbegreiflich, wie da schon nach 2 Tagen die Entscheidung getroffen werden kann: Wir liefern Helme, nach 2,5 Tagen wir liefern Waffen und nach 3 Tagen gibt es einen Beschluss zur militärischen Aufrüstung und Aufstockung. Zu Beginn der Pandemie und im darauffolgenden Herbst im Lockdown Light war man sehr zaghaft mit den Entscheidungen. Was möglicherweise auch ein Fehler war, weil man einerseits Warnungen bestimmter Wissenschaftler überhört hatte und andererseits die internationalen Medienbilder möglicherweise nicht zureichend gedeutet hatte. Doch im aktuellen Zeitgeschehen passieren Beschlüsse in einer derartigen Geschwindigkeit, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass alles an Möglichkeiten friedvoller Lösungen durchdacht, alles an medialen Bildern und alles an Informationen aller Beteiligten, Seiten und Personen im Kriegsgeschehen durchleuchtet wurde. Wurden alle beteiligten Seiten gründlich analysiert? Gibt es Aussagen in den Biografien aller Beteiligten, die uns zu denken geben? Gibt es Fehler, Auffälligkeiten in den medialen Bildern? Details, die nicht zusammenpassen? Sehen wir gerade etwas nicht? Fallen wir gerade auf etwas herein, was wir übersehen? Ich denke mir schon, dass im Hintergrund solche Fragen gestellt werden, Operationen durchgeführt werden, die aus strategischen Gründen, und das ist sicherlich richtig, nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Aber meines Erachtens kann sich nach 2 Tagen noch kein komplettes Bild gemacht werden. Man sagt, die Diplomatie ist gescheitert, obwohl wir zumindest sehr viele Jahre in dem Kurs sehr gut gefahren sind.
vergeben wir nicht manche Chancen friedvoller Lösungen, weil wir an anderer Stelle suchen oder weil wir uns diplomatische Wege verbauen, indem wir potenzielle Versteher eher als Sündenbock sehen, als denn als möglicher Vermittler oder Berater. Die EBU, die European Broadcasting Union, die europäische Fernsehsender vereint und unter anderem für die Austragung des Eurovision Song Contests verantwortlich ist, hatte auf Anfrage anderer Länder am Donnerstag, den 24. Februar, verkündet, dass sie Russland nicht vom Song Contest ausschließen werde. Obwohl der Konsens in einem Fanblock des ESCs darauf drängte, Russland auszuschließen, hatte ich mich nicht dieser Position angeschlossen. Ich habe geschrieben, dass ich die Entscheidung der EBU richtig finde. Daraufhin argumentierte jemand, dass der Contest ja Signale des Friedens und der Völkerverständigung entsende und man ein Land in kriegerischem Handeln deshalb nicht teilnehmen lassen könne. Einerseits stimme ich dem Kommentar ja zu, aber andererseits begründete ich meine Position auch damit, dass die EBU-Verantwortlichen keine Politiker sind, daher ohne Rücksprache mit Politikern eine derartig brisante Entscheidung nicht treffen können. Denn damit wird auch ein Signal gesetzt, das auf eine Weise mit ins Kriegsgeschehen eingreift. Am nächsten Tag war ich dann recht enttäuscht, dass die EBU ihre vorherige Entscheidung aufgrund von Protesten und Druck anderer europäischer Sendeanstalten zurücknahm und Russland vom Song Contest ausschloss. Anschließend schloss man auch die russischen Sender aus, der EBU aus, die ihr bis dato angehörten. Mein Gedanke war dann, ob das nicht auch eine vertane Chance ist, über die russischen Staatssendeanstalten im späteren Verlauf des Krieges Einfluss zu nehmen. Und ähnlich sehe ich das mit den Sanktionen. Die Vermögenden Russlands dürften dadurch weniger betroffen werden. Doch wie sich die Sanktionen auf die russische Bevölkerung auswirken, wissen wir nicht. Es mag sein, dass durch die Sanktionen der Protest gegen Putin größer wird. Aber es kann auch sein, dass sich der Protest gegen Europa richtet. In einer Koalition wird von den Abgeordneten erwartet, dass sie der politischen Linie treu bleiben. Doch ist es richtig, gegen die Überzeugung zu stimmen, nicht auf das Gewissen zu hören? Ein pazifistischer Wähler erwartet von einem pazifistischen Politiker, dass er seiner Einstellung treu bleibt. Dafür wählt er ihn. Er kann sich einfach nicht vorstellen, dass ein anderer Pazifist von Herzen seine Einstellung um 180 Grad wendet. Ich könnte mir vorstellen, dass er diese Einstellung ändert, wenn er selbst oder sein nahes Umfeld in direkter Bedrohung ist. Aber nicht, wenn eine Bedrohung zwar nah, aber zugleich fern stattfindet. Hier wird er doch erst nach friedvollen Lösungen suchen. So denke ich als Wähler. Und so wie ich als Wähler die Sorgfaltspflicht habe, die Parteiprogramme entsprechend zu studieren, Argumente zu prüfen, so setze ich Vertrauen und Hoffnungen in die gewählten Politiker, ihrem Versprechen und ihrer Sorgfaltspflicht, nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln, nachzukommen. Dass viele ihrem Gewissen nicht gefolgt sind, wissen wir aufgrund der Zustimmung für Aufrüstung und Waffenlieferungen bei der Sondersitzung im Deutschen Bundestag. Man könnte sagen, dass das Nichtliefern von Waffen eine unterlassene Hilfeleistung sei. Doch was ist daran unterlassene Hilfeleistung, wenn Waffen zu noch mehr Opfern führen? Hätte man nicht stattdessen frühzeitig Operationen starten können, die die Menschen aus den U-Bahnhöfen hinaus an sichere Orte bringen? Ich hatte gesagt, dass zu einer wissenschaftlichen Arbeit die saubere Angabe von Quellen, das gründliche Recherchieren gehören.
Und bevor in einer Forschungsarbeit das eigentliche Thema untersucht wird, erstellt der Wissenschaftler erst einmal einen Forschungsüberblick zu dem, was über den Forschungsgegenstand bereits gesagt wurde. Auf das aktuelle Zeitgeschehen übertragen, stellt sich mir die Frage, ob es möglich war, sich nach nur so kurzer Zeit einen Überblick über das Ist im Kriegsgeschehen zu verschaffen. Ein Schachspieler setzt ja auch keine Figur aufs Feld, bevor er nicht eine Vielfalt an Zügen durchdacht hat. Ich denke mir, dass sich eines Tages Historiker mit dem aktuellen Zeitgeschehen befassen. Ich hoffe, dass ich mich irre, meine Positionen völlig falsch waren und die Historiker zu dem Abschluss kommen, Deutschland hat brillant auf die Invasion reagiert und dass sie sagen, dass die Politiker nach bestem Wissen gehandelt haben. Sie dabei halfen, den Wahnsinn zeitnah und frühzeitig zu beenden. Ja, vielleicht liege ich mit meiner Position völlig daneben. Und dann werden Historiker auch nie Fragen formulieren wie: Wie konnte es dazu nur kommen? Wie konnte so etwas übersehen werden? Ich finde es dennoch wichtig, auch aktuell unpopuläre Meinungen zu hören, weil sie an der ein oder anderen Stelle Ideen liefern. Insgesamt wünsche ich mir mehr Vielfalt im Deutschen Bundestag, auch Parteilose, Geisteswissenschaftler, Sprachwissenschaftler, Kommunikationswissenschaftler, Historiker, Politologen, Kreative und andere sollten eine ähnlich gelagerte Anzahl haben. Vielleicht kann dadurch ein größeres Bild der Lage geschaffen werden, um entsprechend zu handeln. Ein Handeln, das friedvoll ist. Ansonsten gibt es immer Verlierer auf allen beteiligten Seiten. In diesem Sinn wünsche ich uns allen Frieden.